Willkommen zurück, Leute, bei Final Fantasy One. Und, ich habe das Fenster ausgewählt, warum kann ich nicht? Ah. Okay. Das ist ein Maus-Bild. So, wir haben uns das letzte Mal in die Sumpfrotte begeben. Und haben nichts gefunden, dann sind wir rausgegangen, haben einen König in einer Ruine seines eigenen Schlosses gefunden, der uns beauftragt hat, seine Krone zu suchen. Und die Krone ist meiner Meinung nach definitiv hinter einer dieser Türen, die wir nur mit einem Zauberschlüssel öffnen können. Dazu brauchen wir einen Zauberschlüssel. Das ist irgendwo ein Problem. Du stehst ein bisschen im Weg. Jetzt nicht mehr. Danke. So, wie gesagt, Kämpfe werden jetzt rausgeschnitten. Außer dem ersten wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich während des ersten gesprochen habe. So. Einmal kurz heilen, weil wir natürlich tollerweise vergiftet wurden. So, hier kommen wir her. Gehen wir das Ganze mal ein bisschen systematischer. Oder auch nicht, denn unser Magier ist gerade gestorben. Was bedeutet, dass wir ihn wiederbeleben müssen? Was wiederum bedeutet, dass ich entweder die Phönixfeder raushauen muss oder einmal zurück muss. Was ich eigentlich nicht will. Ha. Und ich weiß immer noch nicht, wo hier, wo ich hin soll. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Wäre schon überall drin. Ja. Leere Räume. Oh! Hütte gefunden. What? Moment. Eine Hütte. Einfach so. Just for the lulz. Die war aber vorher nicht da. Warum sind jetzt hier Kisten, die da vorher nicht waren? Bronzearmreif. Und dann noch mit so sinnfreiem Zeug. So, Noah ist ein Level aufgestiegen. Hier ist nichts mehr. So. Ha. Ich weiß beim besten Willen nicht so ganz, wo ich suchen soll. Aber irgendwo hier muss ja was. Ja. Ich denke, diesen Kampf habe ich auch drin gelassen. Denn hier gibt es tolle Dämonen, die definitiv nicht untot sind. Okay. Egal. So, da sind wir wieder. Ich denke, ich habe den Satz gerade nicht beendet. Ist mir auch egal. Hier ist was Tolles. Nämlich die Krone erhalten. Dum. Yay. Mit einem gescripteten Kampf davor, den ich jetzt zu 0,5% kommentiert habe. Aber ist ja auch egal, wir gehen jetzt hier raus, wollte ich sagen. Hoffe ich. Jedenfalls. Plopp. Ach so, ja. Die Aktion wieder. Okay. Die Aktion. Erneut gesagt. Und ich sage es nochmal. Denn so langsam reicht's mir. Dann doch, weil irgendwie wird es langsam nervig, gegen irgendwelche Gegner zu kämpfen, die ständig irgendwo im Weg stehen und ich weiß noch nicht mal, ob ich hier richtig gehe. Was auch ein bisschen doof ist.
Allerdings weiß ich ja, dass hier irgendwo, ja genau, dieses Ding ist, in dem ich auch nach oben komme. Und ich muss mal eben unseren werten Kollegen hier heilen. War ein wenig low, den Rest mache ich gleich bei dem Heiler. Und nachdem wir auch nun die Schatten umgehauen haben, können wir uns auf den Weg nach draußen machen, der hier sein sollte. Yes! Okay. Aber ich denke, bevor wir dem König seine Krone bringen, gehen wir nochmal kurz zurück zur Stadt, um Coco wieder zu beleben, der sonst bitterlich sterbend keine Erfahrungspunkte mitkriegt. Was dann ein wenig suboptimal wäre. Mir sind das hier definitiv zu viele Kämpfe. Zu viele Kämpfe. Zu viele Kämpfe. Ja, ich hab's absichtlich wiederholt. Mann. Ich gehe erst zum Heiler, weil dann hat der einen HP. Ja, 200, ja. Krieg ich gerade noch hin. Aber wirklich nur mein letztes Hemd hier. Können wir Klavier... Ah, nee, wir können hier nicht durch. Schade. Sonst hätte ich jetzt gefragt, ob wir Klavier spielen können. Aber gut, dann gehen wir jetzt erstmal ins Inn. Hallo? Hallo? Njaum! Njaum! Und wir werden direkt vor die Tür gesetzt. Wunderschön. Ja gut, dann würde ich sagen, bringen wir dem König doch mal seine Krone. Oh, ich bin, glaube ich, gerade ans Mikrofon gestoßen. Das tut mir leid. Lagkampf. Lagkampf again. Okay. Die sollen mal aufhören, mich ständig dabei zu unterbrechen. Irgendwas zu sagen. Mann! Furchtbar. Damit sind wir wieder im schönen Westschloss. Mit der absolut geilen Musik, meiner Meinung nach. Da war die Tür. Plop. Hi. Moment. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Von daher will ich lieber speichern, bevor wir uns jetzt hier vollkommen alles versauen. Ich habe, wie gesagt, das Spiel ist blind, also ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Mal gucken. Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man. Ihr törichten Narren, eure Torheit übertrifft meine Erwartungen. Bei weitem, denn ich bin Astors, König der Dunkelelfen. Elion! Mit der Kraft der Krone, die ihr mir gebracht habt, und der Kraft des Kristallauges werde ich nun über alle Elfen herrschen. Ich mach das übrigens gerne, dieses Ich werde sie alle unterjochen. Ihr wollt mir die Krone nicht geben, dann hole ich sie mir eben. Als hätte ich's gewusst! Mann! Okay. Ich weiß nicht, ob der untot ist. Mal versuchen. Du haust einfach mal ein Eisrad raus. Der macht gut Schaden. Wir versuchen jetzt einfach mal, ob er untot ist. Weil ich meine, es ist ein Dunkelelf. Nein. Okay. Du machst das. Du machst das. Du gibst... einmal Vita an dich selbst. Du steigst in den Angriff eines Gefährten. Du machst ihn mal was stärker. Okay. Das war's? Really? Pff, ich habe jetzt mit so einem richtig heftigen Kampf gerechnet und dann BAAAB Fail. 2000 Gil, Totschalken Level auf bla 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 bla. Yeah! Jetzt? Kristallauge erhalten! Yeah!
Super. Was hilft mir das jetzt? Jetzt habe ich beides. Also bringen mir die Items? Ich meine, stehen hier noch nicht mal drin, oder wie? Doch, da oben muss ich doch wertvolles gehen. Ein mystisches Kristallauge. Eine Krone, die geheimnisvoll im Licht dunkelt. Hm. Aussagekräftiges Zeug, Not. Ja gut. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie in die Westverankerung der... Westverankerung? Habe ich gerade ernsthaft Westverankerung gesagt? In den Westflügel des Schlosses kommen. Ich meine, vielleicht ist hier noch was. Ist da zum Beispiel? Nö. Fledermaus. Die Musik ist immer noch schön. Hallo Fledermaus. Da ist noch eine Tür. Da möchte ich rein. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Die Tür ist mit einem Zauber versiegelt. Nur ein Zauberschlüssel kann sie öffnen. Super. Ich habe aber keinen Zauberschlüssel. Mann. Ja gut. Ich denke mal, damit gehen wir jetzt mal zurück zu der Elfenstadt. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob wir das tun mussten. Okay, wollte ich sagen. Und dann hat mich ein Oger mit seinen treuen Gefährten unterbrochen. Again. Ja, ich denke mal, wir gehen jetzt in die Elfenstadt zurück. Ach Quatsch. Also beziehungsweise wir gehen ins Elfenschloss, weil irgendwas war da. Und ich weiß nicht mehr was und deshalb schauen wir nun einfach mal nach. Wenn ich denn hier nochmal den Weg finden sollte. Oh, das wird eine Menge Arbeit, das hinterher alles rauszuschneiden. Elfenschloss. Z. Hm. 5 Jahre ist es nun her, seitdem Astos dieses Schloss überfiel und unseren Prinz verfluchte. Sämtliche Tränke habe ich seiner Majestät bereits verabreicht, doch ich bin in meiner Elfenweisheit am Ende. Hm. Können wir nicht vielleicht... Z. Ich will ihm die Krone oder so aufsetzen. Kann ich das nicht machen? Ah, ja. Hm. Okay, dann nicht. Ich doch hier durch. Mann. Ist nur der Prinz hier? War hier nicht noch irgendwo ein König? Oh, man kann in den Außenbereich rein. Es soll eine Hexe geben, die einem jeden Tag... Ach, ja. Okay. Der fehlte ein Auge, ne? Genau, da war was. Dazu müssen wir allerdings mal kurz zurück zum anderen Kontinent. Wenn ich denn noch wüsste, wo der war, hier. Ach ja, auf Seekämpfe gab es ja auch. Stimmt, da war was Doofes. Moment, hier komme ich her. Das wäre also scheiße. Lieber auf dem Kontinent hier, oder? Ich meine mich zu erinnern. Hier ist keine Anlegestelle, doch hier. Welche Stadt war das? Ach so, okay. War das hier oben? Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Aber offensichtlich nicht. Oder vielleicht auch doch, weil... Ach ja, hier ist die Brücke, okay. Dann müsste die Höhle hier irgendwo sein. Ah, hier vielleicht? Ja. So, wie ging die Karte? Select und B-Knopf, ja. Hä? Moment.
drücke B-Knopf und Select. Ah, erst B, dann Select. Okay. Hi. Ich habe ein Auge für dich. Oh, ist das mein Kristallauge? Es gehört mir. Gib es zurück. Hier, nimm dies. Es ist ein besonderer, kostbarer Trank, aber gib mir mein Kristallauge wieder. Okay. Fick Trunkgarten. Yay. Wer den wohl kriegt? Oh, ich kann wieder sehen. Endlich kann ich wieder sehen. Yay. Und tschüss. Obwohl, willst du noch was von uns, oder? Hallo? Was ist? Verschwindet. Ich kann euch nicht mehr gebrauchen. Und besonders hübsch seid ihr übrigens auch nicht. Ja, danke schön. Du mich auch. Okay. Dann hole ich jetzt unser Bötchen und dann schippern wir mal wieder rüber. Das war übrigens die denkbar bescheuertste Stelle, um unser Boot abzustellen. Denn jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg laufen. Ah, danke schön. Mann! Boah, war das jetzt nervig. Ja, kurz an den Hai erschlagen. Und weiter geht es. Wo war denn der Ankerplatz hier? Ne, ja, genau. So, und damit sind wir schon fast wieder da. Yes, endlich. Mann. Okay, ich denke aber, bevor wir jetzt den Prinz aufwecken, den da, mache ich hier einen Cut. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Final Fantasy 1. Bis dahin.